Servus, mich kennt er noch nicht. Ich bin der Rudi, der Chef vom neuen Rotwildgehege im Freier Stadtwald. Eigentlich wollte er mich ja erst melden, wenn wir in unser neues Rotwildgehege im Freier Stadtwald eingezogen sind. Aber die Ereignisse überschlungen sich ja grad. Jetzt wollen die Wahnsinnigen vor der Komödie dort eine Naturtheater eröffnen. Ja, vielleicht nur neben meinem Gehege oder was? Für was halten Sie die eigentlich? Für die vier Musketiere? So geht es fein nicht. Schon allein der Lärm und der Krach und der Krawall, das wirkt sich doch alles negativ auf mein Sexualleben aus. Ich weiß außerdem aus sicherer Quellen, dass sie dort auch nur einen Schwingerclub aufmachen wollen. An Nummer der vier haben sie auch schon. Schwingerclub Anaconda. Was meint ihr, wie sich das auf meine Mädels auswirkt? Hä? Leute, da dagegen müssen wir doch was unternehmen. Wir blockieren die Zufahrten. Wir sammeln Unterschriften. Wir starten die Aktion Kein Amphitheater im Stadtwald. Was? Was ist? Ein ganz kleiner Moment einmal bitte. Was? Das ist mir doch wurscht, was man für ein Tag ist. Da geht's jetzt gerade um alles. So, bin ich wieder da. Und was ist denn dann mit dem letzten Lebensraum vor der total seltenen grünen Felsenkeller-Eidechsen? Wenn da die ganzen Bäume gefällt werden, wo sollen denn noch die Eidechsen hin? Hä? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Kommt mir jetzt halt bloß nicht mit euren lächerlichen Sandkasten, weil das geht ja wohl gar nicht. Und nur bloß, dass das klar ist. Da dabei bleibt's ja nicht. Es gibt ja schon Pläne, zum Beispiel für eine U-Bahn-Station. Und auch für ein Parkhaus. Vor dem Flughafen will ich ja wirklich noch gar nicht reden.